Eine kleine Sprachübung für mich und auch für euch alle. Kurz vor unserem Udo Lindenberg-Konzert heute 19.30 Uhr im Tom Pauls Theater in Pirna. Eine Sprachübung zum Zunge locker machen, zum Kopf frei bekommen. Das Singen kommt später. Gestern hatte ich das Glück, mit dem Fahrrad zur Felsenbühne Rate zu fahren, obenrum und untenrum an der Elbe zurück durch die Nacht. Und auf dem Hinweg habe ich so eine große Libelle gesehen. Gelb-grün schillernd mit schwarzen Punkten. Wirklich so groß. Und deshalb gibt es heute von Wulf Kirsten diese Sprachübung. Blaues Geflügel. Odontologen. Vokalreiches Wort, leider nicht von mir erfunden, vom Duden schlichtweg verschmäht, wie so viele andere auch, nicht zu verwechseln mit Odontologen, ihres Zeichens der Zahnheilkunde beflissenen. Nein, Odontologen im Sprachgewand der feinen Unterschiede sind wie jeder Dödel sehr wohl weiß, wie andererseits und meinerseits auch ich zu wissen vorgebe, Libellen, Freunde, kundig Ausschau haltend nach hauchzartem blauem Geflügel, schwirrend, flirrend über Tümpeln und Teichen, wo immer noch vorhanden, in der stillen Hoffnung, wenigstens einmal im Leben einer neuen Spezies gewahr zu werden als Entdecker. Aber ebenso darauf bedacht, vom Aussterben bedrohte Spielarten zu retten, ihre körperlosen Körper äußerst behutsam mit Sendern auszustatten, wie jedwedes Lebewesen in freier Wildbahn, enthoben der Bedrohung lebensgefährlicher Schlagseite, lassen wir sie von ihrer Schönheit beglückt Flug tüchtige Schillebolde sein und noch ein bisschen am Leben bleiben, samt angestammtem Habiat, Tümpeln und Teichen, Sumpfblüten geschmückt. Warum sollten sie nicht lebendig bleiben? Wie etwa auch wir. Wer sonst könnte bewundern das blaue Geflügel? Das blaue Geflügel? Wulf Kirsten, hab Dank. Ein Denkmal für diese denkwürdigen Flugkünstler. Wir wünschen uns jetzt mal ein schönes Konzert und vielleicht seid ihr so spontan und kommt einfach noch. Möge die Macht mit euch sein. Bis morgen.